Hilfe! Hallo! Bis um 3 Uhr wie gestern. Nee, hallo! Maximal bis hallo! Hey, ich hab mal eine Frage. Ja, bitte? Ich hab ganz doll Zwicken im Po. Ich glaub, dann habt ihr ja noch ihn. What? Ryan? Könnt ihr mir helfen? Ja. Du bist Leitstelle, oder? Ich bin nicht Leitstelle. Ja, kommt gleich jemand vorbei. Nimm uns einfach mal kurz auf der Seite Platz, bitte, ja? Ja, ich stehe lieber. Danke. Ui. Und dürfen Sie einmal folgen, bitte. Ja, danke. Oh, haben Sie das Gefühl, da ist schon was aufgeplatzt? Nee. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Ja, sehr gut. Dann legen Sie sich doch mal bitte auf den Bauch am besten. Ja. Weil das dürfte definitiv angenehmer sein, als sich irgendwie hinzusetzen oder so. Ist das vom Sitzen gerade okay? Ja. Das ist supi. Holst du gerade von hinten nochmal einen Sitzkringel aus dem dritten Schrank von rechts für den Herrn, dass er den mitnehmen kann? Ja. Oh, das hält die ganze Zeit, ausschwimmen mit dem Sitzkringel. Oh, geil. Wenn er zu hart sein sollte, müssen sie ein bisschen Luft rauslassen. Aber Autofahren darf ich, ne? Bitte? Autofahren darf ich, ne? Ja, ich würde aber den Sitzkringel empfehlen, einfach mitzunehmen, beziehungsweise sich dort immer draufzusetzen. Zieh mal meine Hose an und meine Schuhe sind da unten. Ui. So. Dann schmeißen wir mal den Sitzkringel rein. So. Zack. Setze ich wie eine Eins. Suppenküche ist offen. Es ist noch geile Suppe mit ganz viel Liebe da. Ah ja. Dann holen wir uns mal ein Süppchen vom Püppchen. Ein Süppchen vom Püppchen. Nie versteht, was ich meine. Herr Polizei! Herr Polizei! Hallo? Fahren Sie doch nicht weiter. Ja, drehen Sie mal um hier. Wir wissen, wo die Suppen sind. Kommen Sie ran. Hallo, 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 hallo. Ich habe eine Frage. Ich wollte Sie gar nicht stören. Ich suche dieses Süppchen. Ich habe das bei dem Wissels gesehen. Die Suppenküche ist offen, ja. Ach so, lass mich kurz überlegen. Wo ist denn das? Das ist hier irgend so eine Kirche hier in der Nähe. Ja, ja, die Kirche ist da drüben. Da drüben. Ach genau, eine Querstraße weiter. Uiuiui, okay. Na denn, vielen Dank. Ja, haben Sie mal einen Führerschein für uns? Personalausweis? Ja, kein Problem. Wir sehen gerade, Ihr Fahrzeug ist nicht angemeldet. Wie, was heißt das? Hier, bitteschön. Sie fahren ohne amtliches Kennzeichen. Mein Personalausweis. Der Führerschein jetzt auch direkt. Ja, bitte. Ja, hier. Herr Helmut, Sie müssen Ihr Fahrzeug anmelden. Ja, das was heißt das? Das Geld von 500 bis 1000 Dollar geahndet. Oh nee, dann lande ich ja im Gefängnis. Alter, ihr kleinen Mann. Oh! Was war das? Oh! Oh, der hat einfach geschossen, Digga! Was? Ich hab voll vergessen, dass in der Straße, wenn man hinten durchfährt, die Dings ist, die Horde von denen hoch. Hilfe! Bitte? Ich bin da hinten durch so eine Straße gefahren und auf mich wurde geschossen. Okay, wo genau? Das war, da waren so blaue Autos. Ich weiß nicht warum. Da hinten? Ja, da hinten. Ja, dann war das wahrscheinlich die Hood von denen. Da fahren sie besser nicht rein. Ja, weiß ich ja nicht, was das ist. Ja, aber normalerweise schießen die ja nicht direkt. Doch! Sofort! Sofort! Okay. Direkt geschossen! Ja,
Gut, ich muss aber leider jetzt los. Sonst kommen sie gleich nochmal ins PD. Supi, danke für ihre Hilfe. Auf mich wurde geschossen. Danke für ihre Hilfe, Supi. Wollen mich nicht mal haben. Halt. Ja, was denn? Was denn, junge Dame? Wer bist du? Ich bin der Helmut. Warum wohnst du hier? Nee, ich wollte mir gerade ein Zimmer holen, nein, weil meins wird gekündigt. Abflug nicht hier. Wieso? Weil ich das sage. Ist das deins? Ja. Warum? Weil das meins ist und weil das meiner Familie gehört, also verpiss dich. Okay, warum so unfreundlich? Weil ich gerade absolut keine Lust auf Diskussionen habe. Ja, aber ich... Geh! Ey, jetzt schrei mich nicht so an, Puppe. Geh! Püppchen, ey. Puppe. Durch die Axt. Ui, was auch immer da los ist. Das ist ja richtig toll. Ja, Mann, Absperrung ist on fleek. Boah, da muss ich mal Fotos machen. Was ist denn das? Wenn man hier mal Fotos machen, wa? Sieht ja interessant aus. Klick, 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 klick. So. Ui. So. Supi, dupi. So. Ich darf nur Fotos machen, ist nicht. Bitte was? So, einmal aussteigen. Okay. Personalausweis. Ja, wer sind Sie denn? FIB, Agent Silver. Oh. Danke. Gut, Personalausweis können Sie wieder haben. Ja, danke. Kurze Frage. Warum machen Sie hier Fotos? Weiß ich jetzt nicht. Jetzt sagen Sie nichts, wollen Sie verkaufen oder sonst irgendwas? Nee, die will ich nicht verkaufen. Gut. Kurze Frage. Wenn Sie jetzt da liegen würden, im Unfall, ja, würde Ihnen das auch gefallen, wenn jemand Fotos macht? Nee. Gut. Fotos löschen, Abfahrt. Okay, ja. Tut mir leid. So, habe ich gelöscht. Gut. Und das nächste Mal, wenn Sie Fotos machen wollen, fahren Sie zumindest auf den Parkplatz, dann kann ich Sie noch zusammenschreien. Okay. Was geht, Sir? Hi. Hola. Können wir Ihnen helfen, Sir? Ja, gibt's hier die Suppe? Immer so durch die Gegend, oder? Gibt's hier die Suppe? Ja, ich hab Hämorrhoiden. Ja, wenn du auf Klo musst, kannst du gerne drin auf Toilette gehen. Nee, also, nee, drin haben wir keine. Nee, kann ich sie nicht, danke. Ja, komm her, ich geb dir eine. Ja. Sicher? Ja. Du hörst dich aber so bedrückt an. Ja, hast du es eilig, oder was? Nee. Weil du hier so durch die Gegend hast. Vielleicht zwei Socken für mich? Eine für mich und eine für Brigitte? Wer ist Brigitte? Na, meine Frau, aber die suche ich. Aber sieht die gut aus? Ja. Echt? 50, gut in Schuss und ist ein Top-Gerät. Ja. Ja. Also schön saftig, die alte, ja? Ja, die ist schon schön, ja. Ja, gut, dann kriegst du zwei. Danke. Bitteschön. Aber die sind halt immer so, Hector, die sind immer ein bisschen ekelhaft. Ja, die waren jetzt eigentlich recht nett, aber wollten mir halt so einen Soundfall geben, weißt du? Mhm, schmatzen jetzt hier. Ja, was geht? Warte mal kurz, ekelhaft. Ey, Opi, bitte hör mal auf jetzt. Ja, oder geh mal zur Seite, wenn du hier schmatzen musst. Das ist ekelhaft. Hallo. Oder? Gibt's hier was zu essen?
Ja. Willst du? Na, was zu essen? Definier das mal genauer. Tacos, Nachos, Burritos, Quesadillas. Nee, du kriegst eine ganze Schale voll. Aber der darf nicht viel Kohlenhydrate essen, weißt du? Das ist nicht gut für den. Was magst du denn für einen Dip zu den Nachos haben? Salz, Guacamole, Käsesoße. Joghurt. Joghurt? Joghurt Minze? Nee, nur Joghurt. Nur Joghurt, okay. Machst du ihm einmal Nachos mit Käse überbacken? Jo, mach ich. Mit Joghurt überbacken. Mit Joghurt, ja, kannst du auch probieren. Machst du einfach mit Joghurt überbacken. Wird bestimmt lecker. Ja. Hey, OJ, warte mal, OJ, warte mal. Also, ja. Digga, was ist das denn für eine Karre? Ein bisschen zu wenig Minze. Weiß nicht, willst du mehr Minze das nächste Mal? Ich mag das, wenn da schön viel Minze drin ist. Boah, ich also wenn du sagst, hier rein, ist so richtig viel. Das muss komplett nach Minze tischen, ein Spaß. Das passt schon so. Ich mag das aber auch nicht. Digga, wenn du noch einmal mein schönes Ohr schmatzt, ne? Digga, nimm mal die Zähne raus beim Essen, Alter. Ja, ist richtig, ja. So, ich hab schon aufgegessen. Und war gut? Ja, war ganz. Ja, ganz lecker. Das heißt, haben sich gelohnt, die 25 Dollar, oder war immer noch zu viel? Nee. Na dann, ist ja gut. Also, ich hatte schon mehr erwartet. Mhm. Na dann kochst du einfach in Zukunft selber, das bin ich ja. Okay. Ja, hast du dich gerade übers Essen beschwert, oder was ist los? Nee, ich meinte nur, ich hab mehr erwartet für 25 Dollar. Dann brennt dir die Mütze oder so? Nee, brennt dir deine Mütze. Steig mal bitte aus und entschuldige dich bei ihr. Nee. Die steht hier den ganzen Tag und... Ja, aber das... Nee, das ist doch meine Kritik. Warum soll ich mich dafür entschuldigen? Wenn du gutes Essen haben willst in der Stadt, musst du auch vielleicht mal einen Dollar mehr auf den Tisch legen. Ja, deswegen sag ich ja... Du gehst jetzt bitte hin und entschuldigst dich dafür. Nee. Wie nee? Nee. Dann würde ich vorschlagen, lässt dich hier nicht wiederblicken. Ja, dann hab ich... eine Respektklatsche. Boah, du willst mich hauen! Geh mir bloß aus den Augen! Vögel wie dich können wir hier überhaupt nicht gebrauchen. Geh mir bloß aus den Augen, Dilettant! Ey! Jetzt reicht's mir! Komm noch her hier!